Nick behauptet erst dran in Folge 15. Ja, bestimmt. Und in Folge 16 auch. Ich spiele immer die Geraden und Ungeraden und dann ist der Rest. So. Okay, gut. Also, erklär doch mal, was du jetzt hier machst. Wir wussten ja das letzte Mal nicht so richtig, wo wir hin müssen, haben euch versprochen, dass wir das Problem klären. Was hast du herausgefunden? Ja, wir haben ganz am Anfang haben wir hier diese Abzweigung verpasst, die wir hätten lang gehen müssen. Ja, hier den blauen Weg, der da im Wald verschwindet. Ach, das wäre dann zu Agent X gewesen, was? Also zu dem ersten Teil. Genau. Das heißt, das hätte man gleich am Anfang als erstes mitnehmen können. Richtig. Und die anderen dann später erst, das, was wir jetzt haben. Genau. Aber egal, wir haben jetzt das andere schon und jetzt machen wir das. Ja. Also, stört uns nicht. Und wer sagt einem das, dass man da hätte lang gehen müssen? Das hat einem gar nichts gesagt. Niemals. Das war nur der dicke Weg gewesen und wir sind halt den Trampelpfad lang gelaufen. Okay. Also so, ich orte mal kurz, ob ich in die richtige Richtung laufe. Stimmt. Du kannst doch gar nicht falsch laufen. Das sagst du jetzt nur. Ja. So. Okay. Du guckst jetzt zurück zur Hütte, mehr oder weniger. Genau, das heißt, ich laufe richtig dann. Einfach umdrehen und den Weg folgen. Ah, ist das schön, wenn man weiß, was man zu tun hat. Also zumindest bis zu dieser Kreuzung da hinten wissen wir jetzt halbwegs, wo wir lang müssen. Wo läufst du lang? Achso, du willst einen Stock nehmen. Ich will einen Stock nehmen. Wir haben nämlich nur herausgefunden, wie wir weiterkommen, indem wir... einen Stock holen. Indem wir uns die Stelle einfach, an der wir waren, mal angeguckt haben in einem Walkthrough oder Komplettlösung. Und da haben die auch in den Minuten, die wir uns angeguckt haben, so brennende Stöcker benutzt. Wir wussten nicht, wie das geht. Nick hat herausgefunden, wie das geht. Und zwar, einfach einsammeln. Stöcker nehmen, die brennen dann automatisch. Richtig. Also sehr komfortabel. So, ja. Und es sieht natürlich ein bisschen cooler aus, als mit dem Feuerzeug nachts rumzurennen. Es ist auch wesentlich heller. Also. Das sieht man jetzt noch nicht so, weil es noch nicht so dunkel ist, aber... Okay, du bist... sprinted. Achso, du bist ausgelaugt. Ja. Move slowly, sure. Drink water will also help. Ja, ich kann ja mal Wasser trinken. Mal einen Schluck. Wasser finden wir in letzter Zeit relativ gut. Oh, wir haben nur noch 3. Ja, wir sind ja gleich wieder in einem Haus. Da können Frage ist, wo hat er jetzt gerade das brennende Zeug hingesteckt? Das hat er sich zwischen die Beine geschoben. Das klingt gesund. Monster! War ein Witz. Wer hat sich erschrocken? Schreib's in die Kommentare. Schreib's in die Kommentare, Nick. Ich will nicht, dass du es mir so sagst. Ach so, das will ich gar nicht hören. Gut. Wo läufst du lang? Ach so. Da, den Weg. Oh, ich sehe aber wirklich überall immer so Schatten, die mir irgendwie ziemlich Angst machen. Ich habe jetzt 5 Minuten nicht dran gedacht und schon, nein, noch nicht mal 5 Minuten. Und schon habe ich wieder eine scheiß Angst hier. Dabei ist es halt so ein schöner, sonniger Tag. Ja. Also nicht im Spiel, da sieht es immer gleich trist aus. Vielleicht fällt es ins Wasser, ich sehe es schon kommen. Nein, Quatsch, ich doch nicht. Ich drift hier um die Kurve rum, wie man es selbst in Need for Speed nicht besser hätte machen können. Na, vor allem in neueren, nicht diese tolle Scheiße. Nein, das stimmt nicht. Hot Pursuit war super, aber sonst... Hält sich das in Grenzen. Richtig. So, das ist eine Speicherlampe. War eigentlich auch ein... Da ist Wasser. Aber hast du mitbekommen, dass das Need for Speed Most Wanted, also das aktuelle, dass das auf der Wii U tatsächlich das beste Spiel ist? Also die Umsetzung für die Wii U ist tatsächlich von 5% besser bewertet worden als so im Durchschnitt als die PS3, PC, Xbox-Version. Okay. Weil das wirklich, das ist grafisch besser als alle anderen Versionen. Das ist von der Steuerung her total super. Und es hat deutlich größeren Umfang. Okay, und also, mit wie viel haben sie es dann bewertet? Ich glaube 82 oder 81. Also okay, also könnte man sich das tatsächlich sogar holen? Könnte man sich kaufen für die Wii U. Also sicherlich jetzt nicht zum Vollpreis, weil es ist trotzdem nur ein, sagen wir mal, relativ gutes Need for Speed, aber jetzt nicht überragend. Muss man nicht gespielt haben. Ja gut, aber das einzige Rennspiel für die Wii aktuell, ne? Für die Wii U. Ja, das ist vor allem das Einzige, was man spielen kann. Also es gibt, glaube ich, vielleicht noch... Sonic Race, genau, Sonic ist auch. Das war, glaube ich, auch nicht so doll, ne? Ja, naja, Mario Kart in Arm halt. Ja. Aber da war ich überrascht. Also es hat so im Durchschnitt sonst so 75% bekommen und da hat es so 81%, glaube ich, gekriegt jetzt. Im Durchschnitt, im deutschen Durchschnitt, im weltweiten weiß ich nicht, aber ist ja scheißegal. Also, wer eine Wii U hat... Das ist mal wieder ein Spiel, das kann man sicherlich spielen. Und Most Wanted ist ja grundsätzlich nicht verkehrt. Nicht so verkehrt gewesen damals. Es ist eigentlich ein Remake im Großen und Ganzen. Es ist ein Remake, aber es hat viele Veränderungen, die alle so ein bisschen negativ sind. Also ein bisschen das Schwierige. Also zum Beispiel das ganze Tuning haben sie gestrichen, was echt schade ist. Einfach, es gibt es einfach nicht mehr. Na okay, Trampelfahrt ist das auch nicht, aber man hätte hier abbiegen müssen. Da lang, ja? Okay. Ja. Bist du sicher, dass du jetzt richtig bist? Ja. Willst du dich dann bei Gelegenheit auch mal wieder orten? Das war das. Ja, ich orte mich hier gleich hier unten am Wasser. Orte dich mal beim Wasser. Ja, ich habe das Stück hier mal ausprobiert, ob ich hier wirklich irgendwo ankomme.
Nicht, dass wir hier noch eine Folge sinnlos rumspielen. Achso, du hast das schon mal, bist da schon mal lang gelaufen. Genau, ich bin. Ah, das ist sehr gut. Ja, ja, ich habe es einfach mal getestet. So. Schick ist das hier. So. Soll ich? Nein, du schaffst das alleine. Ach komm, bist du schon groß? Sagt er, bis wieder das Monster kommt, dann schreist du wieder wie ein kleines Mädchen und rennst weg. Ah, wunderbar. So, genau, da sind wir jetzt. Und wieso sehen wir den Weg noch nicht? Braucht man dafür erst irgendwie so eine Vorgabe-Text, irgendwas? Wie heißt ja, das vielleicht gibt es den auch nicht. So eine Karte oder also was? Ich habe ihn jetzt nicht gefunden. Na gut, lauf einfach den Weg lang. Mal gucken, ob wir. Also ich frage es. Wir sind da nicht drauf angewiesen. Ja, ihr seht auch, die brennenden Stöcker brennen nicht ewig. Was? Dann muss man sich halt mal ein neues holen. Man glaubt's ja nicht. Aber die liegen überall rum, also. Okay. Stopf, stopf, stopf. Ja. Das sieht doch jetzt hier schon wieder ein bisschen gruselig aus. Wird ja, so aber das ist ja hier noch direkt am Anfang, hier passiert nichts. Ah, ja. Ja, stimmt eigentlich. Wir sind ja mitten ins zweite Gebiet sogar schon gelaufen, sozusagen. Es ist kein Wunder, dass das Monster da irgendwie ständig kam. Richtig. Wenn man der normalen Dramaturgie von Spielen folgt, müsste es jetzt etwas weniger anstrengend sein. Ist eigentlich ganz gut, wenn wir uns das was Schwereres schon zum Anfang nehmen, dann wird es jetzt entspannter. Dann. Ist gut für die Spannungskurve des Let's Plays, ne? Aber die Spannungskurve war in letzter Zeit sowieso am Boden, nur im Dunkeln rumgestanden haben. Hier geht's hoch, ich weiß nicht, also wir müssen hier nicht hoch, aber ich find's gerade lustig, hier hochzulaufen. Okay. Das sieht so interessant aus, dieser Bergkamm hier. Ja, total interessant. Ah, gut. Spürst du den Sarkasmus? Ja. Sehr gut. Ist gerade von dem Baum abgeprallt. Oh Mann. Man muss sich das echt mal vorstellen, wie das in der Realität wäre, wenn der Typ da jetzt wirklich durch den Wald rennt, rutscht ständig irgendwo aus, fällt ständig ins Wasser, kullert Berge runter und wenn er gegen einen Baum rennt, mit dem Kopf zuerst, dann prallt er zurück. Ja, vielleicht sollte man mal so einen Film drehen. Das wäre ziemlich lustig, denke ich. Du meinst Miasmata the Movie? Ja. Bisschen verarschen einfach. So Wälder finden wir bestimmt auch irgendwo hier. In Brandenburg sehen die Wälder ja nur auch nicht viel anders aus. Nee. Können wir das eigentlich auch mal machen. So, wo ist jetzt mein Kopf hier drüben? Ja, der ist nicht da. Ärgerlich. Da ist er. Da sind sogar zwei. Warum nicht gleich so? Nein, nehmen wir den da drüben. Ah, die Steuerung ist echt nicht so die. Naja, macht. Gut, das ist ja auch nicht so gedacht eigentlich. Warte mal. Ist ja auch eigentlich für Maus und Tastatur ausgelegt. Wir haben es uns ja nur so. Warte, ich mach schnell. Wir haben es uns ja nur aufs Gamepad gelegt, weil das jetzt ein bisschen smoother einfach zum Spielen ist. Aber es ist ja auch schon. Oh! Es ist jetzt. Wie ist es denn jetzt plötzlich? Hups! Okay! How did that happen? So war hinten. Aber wir haben ja Feuer. Ein unbekannter Punkt, den ist jetzt und der ist zum Hinzufügen. Soll ich den mal. Fügst du den mal hinzu? Vielleicht kennen wir den ja sogar schon mal. Das wäre gut. Und? Es sieht. Ja! Fantastisch! Hinzugefügt, ein neuer Punkt. Ja, großartig. Gut. Haben wir das auch mal wieder geschafft. So, jetzt haben wir keinen Stöcker mehr. Ja. Schlecht. Jetzt ist ja auch Nacht. Ja, wieso brennen die nachts nicht oder was? Die Stöcker? Nee, nachts brauchen wir sowas nicht. ja. So, findest du den Weg wieder? Ja, der Weg ist irgendwo hier. Irgendwo ist gut. Und wo ist jetzt unser Stock? Hier liegen Stöcker rum, oder? Ja, das sieht nach Stöckern aus. Ja. Schön. Jetzt sieht man auch gleich, wie viel heller es ist. Man kann sich auch wohl noch Fackeln bauen. Da wissen wir aber noch nicht, wie es geht. Wenn ihr wisst, wie das geht, schreibt es in die Kommentare. Ja. Vielleicht lernen wir das ja hier auch im Außenposten. Vielleicht steht das irgendwo, stimmt. Das haben wir einfach übersprungen, diese ganzen Grundlagen quasi. Wir sind einfach ohne Grundlagen weitergegangen und sind trotzdem nicht gescheitert. Ja, ja, wir sind ja auch hyperintelligent und... Verschreiß nicht. So, was ist da drin? Wir würden niemals scheitern. Also hier sieht es so aus, als gäbe es hier bestimmt neue Informationen. Ja, hier können wir erstmal speichern. Speichern. Zettel gibt es hier auch. Das ist nämlich die Karte. Das ist die Karte. Super. Tipp, tipp, tipp. Wie immer, dreimal tippt. Outpost Sirius, genau. Da wollen wir jetzt hin, oder? Erstmal. Ich glaube, wir sind jetzt hier bei S2. Wir sind bei S2. Macht, glaube ich, Sinn. Kann man das nicht hier irgendwie auf die Karte projizieren? Nee. Kannst du mal das. Ja, wir sind bei S. Aber nee, das S1. Heißt S1. Wir sind bei S1. Wir sind bei S1, okay. Gut. Achso, okay. Gut. Nee, aber nee. Es ist S1 war auf dem Ding ganz links da bei Outpost Draco eingezeichnet. Das ist jetzt. Hä, was ist das für eine Benennung?
kurz vor dieser Kurve, wo es dann nach Süden geht, ist S2 gewesen im Journal. Ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Das ist sehr seltsam. Notes. Und mal da. Also, zeig mal nochmal. Ne, seht ihr? S2, direkt vor dieser komischen Kurve. Ja gut, dann haben die... Das ist komisch benannt. Ja. Dann war da, wenn ich entschuldigt. Nicht sonderlich intelligent bei der Benennung. Mein Gott, das sind zwei Leute, die das gebaut haben, das Spiel. Ja. Da kann auch mal so ein S1-2 verlieren. Ja, hier ist nochmal Kartografie. Kartografie kennen wir schon, danke. Das brauchen wir uns nicht angucken. Vielleicht trinkst du direkt mal hier was. Genau. Du kannst auch schlafen gehen. Quatsch. Ja. Das ist gerade so schön unheimlich nachts. Aber nicht, weil, wenn wir ständig labern. Dann kommt das nicht so richtig rüber. Soll wieder leise sein. Lass uns mal flüstern. Ja, man kann auch jetzt hier sichern, ne? Du kannst auch, genau, du kannst das auch mal das anstellen. Haben wir auch gesehen, sobald ich hier mal so einen Holzschalt Stock gegriffen kriege, kann ich hier den Stock Start. Ist gut. Damit kannst du Menschen erschlagen. Mann, so. Kann ich das da reinlegen und auch sichern. Und schon brennt hier ein schönes, gemütliches Feuer drin. Das hätten wir schon die ganze Zeit machen können. Ja? Ja, hätten wir, haben wir nicht. So, jetzt nimm dir mal wieder Stöcker mit zum Licht. Ja. Da, ne? Das sieht nach Stöckern aus. Das sieht sehr, sehr danach aus, ja. Hier kriege ich vielleicht eins. Weißt du, warum kann man nicht die ganze Fläche da... Keine Ahnung. ...zum Greifen? Es gibt nur einen Spot, wo man zugreifen kann. Komisch. Aber wie gesagt, Leute, nehmt es dem Spiel nicht übel. Zwei Leute, 4 Jahre Entwicklungszeit, ist schon okay. Da kann man auch mal so einen kleinen Fehlerchen... Das ist halt Indie, ne? Indie ist halt so. Genau. Da gibt es halt auch mal kleine Fehler, aber... Der Weg, der sieht auch interessant aus. Ja, aber da müssen wir bestimmt später erst lang. Genau. Aber Indie ist ja meistens durch die Fehler relativ spannend einfach auch und hat Charme. Ne? Ja. Das ist immer so. Solange es nicht so schlimm wird, dass es keinen Spaß mehr macht, das zu spielen. Gibt's ja auch manchmal. So. Da links sind so grüne Pflanzen. Die haben wir vorhin schon mal gesehen, aber das haben wir bestimmt nichts zum Greifen. Nee. Das ist nur Gras. Okay. Blöde ist halt nur, im Dunkeln kann man sich so schlecht orten, weil man keine große Weitsicht hat. Also auch wenn wir jetzt ganz gut so dem Weg folgen können, selbst wenn wir jetzt mal so Ortungspunkte sehen. Kennen wir die Pflanze schon? Nicht viel. So weiße Pflanzen, ja, hatten wir schon mal ein paar, aber nimm mal mit. Kein Schaden. Ja, genau. Im schlimmsten Fall werfen wir sie direkt. Gelbe Pflanzen? Kannst die auch sehen auch neu aus, oder? Nimm mal mit. 3 können wir ertragen. Theoretisch. Oh, die kann man gar nicht mitnehmen. Nee, das ist nur Deko. Nein, nur Deko. So. Ja. Super im Tümpel gelandet. Ja, ich könnte sagen, es war geplant. Damit würdest du eindeutig lügen. So, das ist doch jetzt hier wieder bestimmt irgendwas, um Lebensenergie aufzufüllen. Oh, ah, die ist neu. Die ist neu. Geil. Ja, ist jetzt... Okay, das gucken wir uns dann später nochmal an. Ach, das geht doch. Ah, white and pink color, danke, das weiß ich auch. Ja, schön, ne? Ich habe Augen im Kopf. Toll, er lässt dann aber immer die Stöcker fallen, ne, wenn du das Journal aufmachst. Jetzt hast du wieder nur noch das Feuerzeug. So, ich habe das Gefühl, du verfranst dich hier gerade. Nee, die haben wir schon, ne? Ich glaube, die haben wir, das ist dieselbe. Die gleiche. Entschuldigung. Da, so, da oben ist eine Hütte. Da wollte ich doch hin. Alles schick. Von wegen, ich verfranz mich hier. Du hast das irgendwie drauf, obwohl du überhaupt keine Ahnung hast, wo du langläufst, am Ende anzukommen. Das ist sehr komisch. Du denkst, ich habe keine Ahnung. Du hast keine Ahnung. Nein. Ich riech das. Das ist Unterstellung. Böswillige Absichten. Da sind mehrere Hütten, das könnte es auf jeden Fall sein. Das da ist einer gestorben. Das ist nicht gut. Na guck mal, dem wurde der auch den Rücken gestochen. Auch Rücken, würde ich auch sagen. Ja. Aber warum wurde denen denn allen den Rücken gestochen? Also, da bin ich ja mal echt gespannt auf die Auflösung. Ob es da jemals eine geben wird. Ja, keine Ahnung. Ist ja kein Bioshock Infinite, wo man am Ende auf jeden Fall irgendeine Auflösung bekommt. Auch eine ziemlich gute. Willst du das jetzt auch noch spoilern? Ja, natürlich. Ich habe ja neulich schon der Pate Teil 3 gespoilert. Jemandem, der den Paten und ja, okay, tut mir leid, der Film ist 20 Jahre alt. Das ist okay, finde ich, dass man das spoilert. Tut mir leid. Ja, so. So. Ein Zettel. Letter from Isabella. Hat man noch nicht. Alexander, I understand we still need to find an appropriate adjuvant. Ich weiß nicht, warum sie so redet, aber ist so. My work at Outpost Riegel may be fruitful in that regard. Isabella. So,
Das war jetzt mehr Russisch. Isabella ist doch eher eine Spanierin. Möchtest du mal wirklich mal schlafen gehen, dass wir ein bisschen. Da kommen die Außenposten, können wir uns jetzt hier auch noch bei Nacht ansehen. Ansonsten ist es wieder dunkel, Das ist recht. Who are you? Am I Butters Roof? Was? Willst du mal bitte stehen bleiben? Ich kann das nicht lesen, wenn du dich hier nicht bewegst. Ja. Was soll denn das für ein Wort sein? Keine Ahnung. Okay. Ich dachte nur, ich habe es nicht richtig lesen können, aber. Nee. So, hier ist wieder ein. Was kann ich hier greifen? Das ist auch nur. Aha, zum Speichern. Ja. Ist das ein Bunsenbrenner zum Speichern? Ein Bunsenbrenner zum Speichern. Oder ist es ein Teeklubrenner? Ich weiß es nicht mehr genau. So, hier kann ich was untersuchen. Ja. Leg mal hin. So. War das zum Untersuchen? Ich glaube nicht. Nee. Ich glaube, die weißliedernen. Die hier. Die da, genau. Oder weiß, pink oder wie auch immer. Schnipp, schnapp. Die Spannung steigt. Stellt die Zelda Kistenöffnungsmusik vor. Die kennt er ja schon. Und was ist es? If I combine this with a basic medical plant during synthesis, it should be able to create an extra strange medicine. Endlich! Cool. Geil! Also, darauf warten wir doch schon die ganze Zeit. Komm, dann bauen wir uns jetzt mal eine super starke. Nee, bringt uns ja nichts. Wir haben ja noch Medizin. Wir machen das einfach. Aber das bringt uns nichts, Nick. Wir können die nicht mitnehmen. Mach einfach. Da ist doch noch ein Fach daneben frei. Außerdem tauscht er die doch aus, bestimmt. Ja, dann haben wir aber eine Medizin verschwendet, die wir schon hergestellt haben. Na und, es gibt weiße Pflanzen wie Sand am Meer. Wie weiße Pflanzen im Wald voller weißer Pflanzen. Das macht keinen Sinn. Das weißt du auch selber. Guck mal, das ist anders. Geil. For a longer duration. Na, also die hält länger. Das ist schon mal sehr gut. Genau. Da haben wir uns ja doch ganz schön aufgeregt drüber. Und wo ist sie? Und sie ist zusätzlich. Also haben wir jetzt zweimal dich, Medizin dabei. Hör auf zu meckern. Ich meckere überhaupt erstmal machen hier. Ich kritisiere doch nur. Stimmt, viel besser. Guck mal, da lag doch eben noch was, oder? Das ja. Da. Okay. This morning is an enormous plant. Ah, das ist dieses Riesending, was wir jetzt brauchen als nächstes, richtig, ne? It stands for feet in golden spikes. Putrescent? Ich kenne manche Wörter echt nicht. I'm mind of Captain Doyle's emanations from this meal, fermented salt pork and scripts. There's a large cage of this plant south of Outpost Riegel. Also im Endeffekt müssen wir nur wissen, dass Professor Daglis uns sagt, wir sollen zu Outpost Riegel gehen, genau, weil da südlich davon diese Riesenpflanze steht. Genau, vermutlich das, da, wo die ganzen Kreuze genau sind. Und das ist unsere Zutat Nummer X, also Zutat 1, die wir brauchen für unsere Heilung. Völlig korrekt. Hier sehr ist nochmal so ein Zettel. Das haben wir alles schon. Ja, gestartet. Und ich denke, den Rest machen wir in der nächsten Folge. Genau. Dann spielen wir das Spiel schnell zu Ende. Ja, spielen wir es durch. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.